Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal Rinderhacksteak vom Prima Menü probieren. Ich habe dieses für 1,99 € bei Netto mitgebracht. Und ja, gucken wir uns erstmal die Zutatenliste an. Hier ist die Nährwerttabelle. So, das Ganze wird entweder im Ofen oder in der Mikrowelle. Wir machen das natürlich hier in der Mikrowelle. Und ja, dann wollen wir das gleich mal testen. Also bis gleich. So, ich habe hier die Ecke so ein bisschen aufgerissen, dass hier das zirkulieren kann. Und wir werden es jetzt in der Mikrowelle 10 Minuten gar kochen. So, wir sehen uns dann in 10 Minuten am Tisch wieder. So, und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Gut. Ja, stört euch nicht an den Blubbern im Hintergrund. Das ist noch ein Reissack, der da kocht. Ja. Fällt mir gerade ein mit dem Sack Reis, der umfällt. Okay, Spaß beiseite. Wollen wir jetzt mal probieren. Ups. Ziemlich zart die Kartoffel. Mhm. Mal ein Stück von der Bulette probieren. Mhm. Und noch ein paar Bohnen. Gut, also die Kartoffeln schmecken logischerweise nach Kartoffeln. Die Bohnen, die sind ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen pampig und sind auch vom Geschmack, wie ich es eigentlich vom Prima Menü her kenne, nicht so ganz intensiv. Sie schmecken ein wenig ja, ausgelaugt, so, wenn man das sagen kann. Das, oder der Kloß hier, der ist natürlich wieder vollkommen ja, geschmacksintensiv. Schmeckt vollkommen nach Fleisch und nicht nach irgendwelcher Presspappe oder so. Die Soße ist richtig schön würzig. Bloß, wie gesagt, diesmal einen kleinen Mängel hier an den Bohnen. Die Bohnen sind nicht hundertprozentig, also im Geschmack. Aber trotzdem im Ganzen noch ein Schmeck gut. Weil, wie gesagt, die Soße, die ist richtig aromatisch, richtig geschmacksintensiv. Das Fleisch, das Hackfleisch schmeckt richtig nach Hackfleisch. Die Kartoffel ist auch sehr aromatisch,
schmeckt nach Kartoffel. Nur halt eben die Bohnen, die sind so ein, ja, die haben so einen leichten Geschmacksverlust, sage ich mal. Also die sind nicht so im Geschmack so intensiv, wie ich das eigentlich von dem anderen Gemüse von Menü, vom Prima Menü kenne. Aber trotzdem im Großen und Ganzen immer noch sehr, sehr aromatisch das Ganze. Schmeckt sehr gut. Okay, das war nun dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.